Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wolfenstein, The Old Blood. Ja, wir müssen abhauen aus der Burg Wolfenstein, beziehungsweise sind ja schon in der, sind ja schon ein bisschen abgehauen. Sind jetzt in dieser, wie heißt das eigentlich, eine Gondelstation oder so? Ja, also in dieser zentralen Station, wo die Gondeln abfahren, wo wir auch angekommen sind, ursprünglich mal ganz zu Anfang. Da sind wir jetzt wieder und müssen da eben mal unseren Weg finden, um diese Gondel zu aktivieren und dann zurück ins Dorf. Das ist ja unser Auftrag, ins Dorf Paderborn, glaube ich sogar. Oder wo? Ja, ich glaube Paderborn. So hieß es. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Egal. Hier liegt schön meine Lieblingswaffe mit Schalldämpfer. Und los geht's. Noch Medischock mitnehmen. Ich kann nur sagen, an dieser Stelle gibt's wie immer eigentlich in diesen großen Räumen, in diesen großen Areas, in denen man sich bewegt, gibt's immer zwei Möglichkeiten. Entweder schleichend dadurch oder eben die Bratz-Methode, schön ordentlich fett drauf. Beides funktioniert. Ist eben immer die Frage der persönlichen Neigung. Oder natürlich manchmal, wenn das Schleichen schief geht, dann muss man halt. So wie das bei mir halt immer ist. Bin halt da nicht so. Aber also es soll auch mit reinem Schleichen zu erledigen sein, beziehungsweise also wenig schießen. Natürlich muss man schießen, aber zum Beispiel diese Kommandanten, die ihr da seht, da oben die beiden, die sorgen ja dafür, dass Verstärkung gerufen wird. Wenn man die ausschaltet, dann ist zumindest die Anzahl der Soldaten geringer. Wenn man die nicht schafft auszuschalten, dann wird es einfach mal haarig. Aber ich sag ja immer noch nicht, in welchem Schwierigkeitsgrad ich den Crample hier spiele. Von daher ist das auch zu schaffen. Es ist alles zu schaffen, immer eine Frage der Zeit. Und ich kann auch mal sagen, bei diesen Let's Plays, wenn ich das für euch aufnehme, setze ich mich natürlich ein bisschen unter Druck auch so, weil ich möchte es natürlich schaffen, einerseits das ganze Spiel, damit ihr das seht und den Level, die jeweiligen Level auch. Andererseits ist es manchmal so, dass man das so verkrampft irgendwie, dass man es nicht, ums Verrecken nicht hinbekommt und 5000 Mal neu anfängt. Und so darf man eben nicht arbeiten. Also man muss dann tatsächlich sich davon lösen. Wartehalle steht da übrigens. Ja, das war mein Fehler. Jetzt haben mich alle entdeckt. Dann ist auch mit dem Schleichen egal. So, dann muss man da hinten diesen Megasoldaten erschießen. Also jetzt soweit zum Thema Schleichen. Nein, also ich wollte sagen, wenn man sich also so künstlich so unter Druck setzt, so wie ich, weil ich will es dann irgendwann schaffen, auch in realistischer Zeit und nicht in 150.000 Folgen. Deswegen schneide ich ja auch in den Folgen. Deswegen sind die auch nicht live kommentiert, weil ich eben dann doch nicht der Pro-Gamer bin, der das so hinkriegt. Aber auf jeden Fall, ja, da war es ja auch schon geschehen um mich. Also so geht's nicht. Also es geht auch so, aber das war ungeschickt von mir. Man darf sich da auch nicht mitten ins Feuer stellen. Nein, also nehmt euch die Ruhe, man schafft das und wenn man 50 Mal anfangen muss, dann ist das eben so. Die Speicherpunkte sind ja relativ fair gesetzt. Klar gibt es ein paar Dinge, wo man dann einfach mal das auch durchziehen muss und dann auch um mal weiterzukommen, aber das ist bei Wolfenstein immer sehr, sehr fair gewesen. Großes Lob an die Entwickler. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich habe gerade gesagt, ich schneide oft. In diesem Fall habe ich jetzt mal nicht geschnitten, damit ihr mal seht, okay, wenn man sich so dämlich anstellt, dann funktioniert es halt auch nicht. Aber jetzt, jetzt habe ich ja gelernt. Ist oft natürlich auch so, dass man den Level, man kennt ihn nicht. Man hat noch nicht die vollständige Karte, weil man noch vielleicht noch kein Kartenupdate gefunden hat. Und vielleicht gibt es noch andere Gründe. So, deswegen hilft es auch vielleicht, wenn man nicht so einen Druck hat wie ich, weil ihr vielleicht Zeit habt, das Spiel auch wirklich mehr erkunden möchtet, dann lauft doch erstmal da vorsichtig durch. Genießt auch diese Grafik, den Level, die Komplexität und dann findet ihr schon raus, wie es geht. Oder ihr googelt einfach nach einem Walkthrough, das geht natürlich auch, aber das will ja keiner. Obwohl das auch toll ist. Ich bewundere immer diese Walkthroughs, weil da müssen ja Leute das Spiel kaufen und am nächsten Tag gibt es schon das Walkthrough. Das heißt, die müssen die ganze Nacht, den ganzen Tag und die ganze Nacht spielen, bis sie es fertig haben und dann das Ganze auch noch verschriftlichen, sodass man auch weiß, was zu machen. Also Hut ab, wirklich mein Kompliment, das meine ich ganz ehrlich, das könnte ich nicht. Das wäre mir viel zu viel Stress. Gut, die leben davon, das ist deren Beruf. Ich mache das ja hier aus Fun. Ihr seht ja auch keine Werbeeinblendung oder so. Das heißt, ich verdiene damit auch 0,0.
weil ich es einfach aus Spaß mache. Und es macht mir Spaß, euch das zu zeigen. Es macht mir Spaß, das zu spielen. Ich habe ja Wolfenstein letztes Jahr auch, fand ich ja auch fantastisch. Ich wollte gerade sagen, geliebt wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich fand es einfach auch gut. Und ich habe mich umso mehr gefreut, dass er überraschend jetzt dieser Teil kam. Also für mich überraschend. Es hat mir aber auch Riesenfreude gemacht. Guckt einfach mal rein bei Alien Isolation. Das habe ich ja mit Olli zusammengespielt. Das hat noch eine ganz andere Qualität, wenn man noch jemanden dabei hat. Zum einen, da hinten war übrigens der eine Kommandant, habt ihr gerade gesehen. Zum einen, wenn man zu zweit ist, ist es nicht ganz aufregend, weil man sich ja gegenseitig irgendwie, naja, miteinander reden kann und das Ganze so ein bisschen harmloser wird. Und wir haben ja da dem Alien den Namen, da ist der andere. Ah, perfekt. Guck mal, haben wir einen schon ausgeschaltet. Wir haben dem Alien da den Namen Schnuffi gegeben. Was sehr lustig, weil dadurch verliert es ein bisschen an Schrecken. Er hat immer noch genug Schrecken, aber es hat auch viel davon verloren. Und hier ist es so, hier spiele ich es jetzt alleine, weil es auch wenig Sinn ergibt, dass da jetzt noch Olli dabei ist oder so. Aber ich würde auch das nächste Spiel wieder gerne mal, an dieser Stelle Grüße an Olli Bergmann in Hamburg, das nächste Spiel gerne wieder mit dir zusammen. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir was finden. Machen wir das auch wieder zusammen. Bei Alien war ich, habe ich auch völlig dilettantisch, habe ich das einfach gekauft. So, den zweiten auch erledigt. Damit ist schon mal das gesichert. Da kommt jetzt allerdings dieser Monster-Soldat. Sieht er mich? Ja, jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen. Sobald seine Waffe anfängt, sich zu drehen. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Die sind zum Glück sehr, sagen wir mal, langsam, diese Soldaten. Da muss man durch die Klappe. Da die Kommandanten weg sind. So, hier musste ich einmal schneiden, weil ich zwischendurch doch gestorben bin. Hier ist ein Kontrollpunkt, wenn man das macht. An dieser Stelle fängt man dann neu an, wenn man jetzt sterben sollte. Ich kann nur sagen, hier müsst ihr schnell sein. Hier kommen doch noch einige Soldaten. Also alles einsammeln an Munition und Rüstung. Und dann möglichst schnell da raus. Aber es hilft nichts, man muss da auch noch ein paar Soldaten erschießen, weil sonst wird das draußen gleich eine brenzlige Lage. Und die schmeißen halt auch Granaten ohne Ende. Und die Tür kann man übrigens einfach aufmachen und dann raus aus diesem Raum. Der Raum ist, glaube ich, eine Falle. Der Raum ist wirklich eine Falle, wenn man da drin bleibt. Das bin ich beim ersten Mal nämlich geblieben. Und einfach so weit wie möglich weg erstmal von den Soldaten. Und auch hier gilt die Devise, wir haben es ja nicht eilig. Ne? Wolfenstein ist ja getriggert. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal in Ruhe um die Soldaten. Und später dann um das Entkommen. So, und in diesem Raum sind wir eigentlich relativ gut geschützt. Und können uns besser verteidigen, als wenn wir da jetzt mitten auf der freien Fläche stehen, wenn nur von allen Seiten welche auf uns zukommen würden. So, den haben wir fertig gemacht. Jetzt haben wir ihn fertig gemacht. Der explodiert gleich. Ah ne, ist noch nicht fertig. Genau, diese Maschinensoldaten, die gehen erst noch in so einen komischen Modus, dass sie wieder aufwachen. Die muss man wirklich zum Explodieren bringen, dann sind die weg. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er geblieben ist. Und es ist auch so, auch das habe ich inzwischen festgestellt, es gibt keine Charaktergeneratoren, das heißt also wenn der, oder NPC-Generatoren, das heißt wenn Soldaten, die einmal weg sind, sind weg, da kommen keine nach. Der denkt sich nicht noch 10 neue aus, es kommen genug, das stimmt schon, und wahrscheinlich in höheren Schwierigkeitsstufen auch noch mehr und härter, aber wenn du sie erschossen hast, sind sie auch weg. Also das Spiel ist schon so fair, also nicht das, also von daher, das ist ja nicht so, dass man also irgendwie unendlich kämpfen muss, sondern man kann die wirklich in Ruhe, in diesem Fall in Ruhe, wegschießen. Und dann hat man irgendwann Ruhe. Das merkt man auch an der dramatischen Musik, habe ich ja auch ein paar Mal schon erzählt. Dramatische Musik weg, Soldaten weg. So, ne, also das funktioniert. Und es liegt auch genug Munition und Gedöns überall rum, sodass man eigentlich das schaffen kann. Deswegen also, es ist in dem Moment, wenn man das spielt, natürlich aufregend, aber im Prinzip ist das schaffbar. Und wenn man jetzt so eine kontrollierte Situation hat wie hier, ist das eigentlich kein Problem. Also solltet ihr schaffen können. Guck mal, jetzt steht da nämlich nur noch der Typ. Da hinten liegt theoretisch noch eine Rüstung. Warum ich jetzt eine Granate geworfen habe, weiß ich nicht. Weil ich es konnte.
Die in diesen orangenen Anzügen mit den roten Hüten, die sind etwas robuster, um es mal freundlich auszudrücken. Lustig ist, wenn man die erschießt, wenn man Soldaten erschießt, die gerade eine Granate werfen wollen. Die lassen die dann natürlich fallen und dann springt dir alles im Umkreis hoch. Das wird nachher nochmal wichtig, wenn wir hier mit der Gondel entkommen. Dieser Hinweis. Guck, man kann auch einfach unten lang gehen. Aber ist langweilig. Ah, da sind noch zwei Kisten. In den Kisten ist oft wertvoll Loot drin, also mitnehmen. Looten, was geht? Da war nochmal schön Schutzschild, 1550er und Munition. Da ist Wolfenstein sehr großzügig oder freigiebig, sagen wir mal. Und wenn man nicht so blöde, unfähig ist wie ich und drei Magazine braucht, um einen zu treffen. Aber die Soldaten sind auch nicht viel fähiger, muss man auch sagen. So, dramatische Musik ist noch an, aber da lag noch Schild und Energie und so. Aber ich glaube, das war es. Mag sein, dass da noch irgendwo jemand ist, aber das kann nicht mehr die Menge sein. Nee, Musik ist zu Ende. Nee, doch nicht. Läuft noch. Wundert mich, dass auf der anderen Seite keine sind. Das hätte ich jetzt noch so programmiert, dass da drüben noch Scharfschützen stehen oder so. Aber gut. Hier sind nochmal diese lustigen Automaten. Ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt nochmal angucke. Nee. Ab in die Bahn und auch hier noch kurzer Schnitt. Und zwar nicht, weil ich hier jetzt nochmal gestorben bin, sondern ihr werdet gleich erklären, warum. Das ist die Gondel oder die Seilbahn. Das heißt ja nicht Gondelbahn, das heißt ja Seilbahn. Mit der wir jetzt zurück zur wo auch immer hinfahren, Talstation. Und ich hatte ja, glaube ich, zu Anfang gesagt, dass das nochmal wichtig wird. Ich meine, ich hätte das in einer der ersten Folgen oder sogar in der ersten Folge gesagt. Schon. So sehr ich die Grafik ja auch immer kritisiere, es sieht schon bombastisch aus irgendwie. Ne? Ist schon gut gemacht. Mit diesem Dörfchen da und dann dieser großen Brücke da hinten. Das übrigens nicht die, noch nicht die Endstation ist. Da kommt die Gondel und da sind natürlich jetzt schon Soldaten drin, ist klar. Übrigens, was mir nicht aufgefallen ist, oben links steht ein Scharfschütze. Auf der Gondel. Da oben links, jetzt sah man ihn kurz. Und eigentlich, den habe ich nicht gesehen. Da, aber der hat jetzt eine Granate werfen wollen. Die ist jetzt leider in seiner Hand explodiert. Und da bin ich beim ersten Mal eben gestorben, deswegen der Schnitt. Da wirft wieder eine, dem gelingt es auch. Aber wie gesagt, wenn man die erlegt, bevor sie werfen können, dann sprengen sie sich selber in die Luft. Da, den zum Beispiel, der lässt jetzt die Granate fallen und bumm. Perfekt. So, da oben. Oben links auf der Gondel, den sehe ich einfach nicht. Und der hat mich letztes Mal, glaube ich, erschossen und ich habe das nicht gemerkt. So, jetzt habe ich es dann auch bemerkt. Das passiert halt im Eifer des Gefechts, muss ich einfach sagen. Da bin ich zu unaufmerksam. So, aber jetzt das erledigt. Die sind also weg, die Gondel hängt da so. Jetzt kann ich hier aufs Dach klettern. Erkennt dich am blauen Kreis. Und weiter geht's. Ihr könnt euch denken, was wir jetzt machen müssen. Erstmal noch die restlichen da unten erschießen, auf der Mittelstation. Also da Kompliment ans Level-Design. Ist natürlich grandios gemacht. Das fand ich auch schon bei Wolfenstein The New Order gut. Da war auch so eine Schnellzugbrücke, wo man dann sich durchkämpfen muss. Das war super gestalteter Level und da ist es auch völlig unerheblich, ob die Grafik jetzt mega realistisch ist oder nicht. Ist einfach schön gemacht. So, ist klar, wir hängen uns jetzt an das Seil. Da ist der Punkt und dann hängt man sich mit seiner universell verwendbaren Stange an das Seil und treten den noch um. Der ist schon mal kaputt. Kontrollpunkt. Leider hat mich irgendein Kommandant gesehen. Habe ich nicht drauf geachtet. Wieder so ein Anzugtyp. So. Also die sind schon sehr blöde. Jetzt erstmal um die Ecke. Da gibt es noch Loot. Also hauptsächlich Munition. Ja gut, also da muss man jetzt in diese Mittelstation eindringen. Das ist natürlich klar. Das war irgendwie logisch, dass sie einen da noch zu nötigen, in der Mitte der Seilbahn nochmal aufzuhören und nochmal weiter zu ballern. Aber es ist ja auch ein Shooter, also von daher. Und am Ende gilt es natürlich auch, den Kommandanten noch zu erledigen. So, ich glaube, das war's.
Da ist erstmal Ruhe. Jetzt ist leider auch meine Munition alle, aber da liegt ja genug. Da liegen ja genug Typen. Ich frage mich, ob es eine 16-Jahre-Version davon gibt. Vielleicht wisst ihr das. Könnt ihr mal den Link in die Kommentare posten. Und wie die dann aussieht. Also ob man da zum Beispiel das Blut ersetzt hat durch nichts. Also ne, so einfach farblos gemacht hat zum Beispiel. Das wäre ja die einfachste Variante. Oder ob man, keine Ahnung, anders eingefärbt hat, grün, was die Sache eigentlich nicht unbedingt besser machen würde. Oder ob man auch zum Beispiel diese Leichen, die sehen ja doch teilweise sehr ekelig aus, ob man das irgendwie anders gestaltet hat, keine Ahnung. Wäre mal interessant zu wissen, oder vielleicht gibt es auch gar keine 16-Jahre-Version. Vielleicht hat man sich gesagt, oh, da ist wieder so ein Typ. Ja, die nerven. Und da ist der Kommandant übrigens gleich. Üble Verletzungen, die sie da haben. Oh, danke der Nachfrage. So, der ist auch weg. Da gibt es dann noch eine... Und hier muss man jetzt... Ach genau, den Strom wiederherstellen. Genau, deswegen war das. Das war so diese Nötigung der Zwischenstufe. Schon kommt die nächste Gondel. Und wie man sich vorstellen kann, ist die nicht leer. Übrigens, diese Rollen, die blinken so. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass man die wegschießen kann. Das wäre nochmal auszuprobieren. Ich glaube, ich werde diesen Level nochmal spielen. Und diese Dinger da wegschießen, ob dann die Gondel abstürzt. Das wäre mal sehr interessant. Ich meine, die sind ziemlich hohl, diese Charaktere. Was laufen die da rum? Kanonenfutter halt. Ich weiß nicht, ob... Also das werde ich auch nochmal testen vielleicht, aber nicht... Aua. Üble Verletzung. Ich glaube, hier musste ich auch noch einmal schneiden. Ja, sehen wir gleich. Immer genug einsammeln. Also, das wäre nochmal interessant, im Maximallevel das zu spielen, ob dann einfach die KI besser ist, die geschickter in Deckung gehen oder länger, ob man länger auf sie schießen muss, ob es mehr sind oder ob man sie länger treffen muss, genauer treffen muss. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht weiß das jemand von euch und schreibt es in die Kommentare. Hier ist auf jeden Fall sehr praktisch, diese Doppelgondeln. Also die Aussicht ist schon phänomenal. Mich würde mal interessieren, wie sowas designt wird. Da gibt es natürlich Tools, aber klar, das sind natürlich Spezialisten, die das machen. Es sind ja, glaube ich, Konzeptzeichnungen innerhalb des Spiels vorhanden. Jedenfalls sagt der andauernd Konzeptzeichnung XY freigeschaltet. So, dann fahren wir mal weiter, ne? Also zwei Düsenflieger. Die schießen übrigens auf mich. Es wäre also gut, hier in Deckung zu gehen. Na, jetzt sind sie auch weg. Jetzt brauchen sie nicht mehr in Deckung gehen. So. Das ist aber, glaube ich, nicht die... Oder vielleicht ist das tatsächlich die Talstation. Doch, das ist dann die... Das Seil scheint da aufzuhören. Ja, das Seil hört auf. Also ist das hier eine monströs große Talstation. Hier brauchen wir gar nicht versuchen, auf irgendjemand zu schießen. Das bringt überhaupt nichts. Da kommt noch so eine, ein Dröhnchen. Ein Dröhnchen-Popönchen. Nee, das macht die Gondel. Jetzt hängt die Gondel wieder fest, also wieder aufs Dach. Das kennen wir ja schon. Und dann müssen wir erstmal... Genau. Ja, das ist jetzt gescriptet. Da kann ich gar nichts machen eigentlich. Da mache ich auch nichts. Ja, scheiße. Ja, hat er recht. Das tat weh. So, unter Wasser, aber man sieht zum Glück den blauen Punkt und kann die Tür direkt öffnen. Weil man hat nicht beliebig Zeit unter Wasser. Also man hat schon lange Zeit, aber nicht beliebig. Und das wäre sehr unangenehm, wenn man dann ertränke, weil da muss man nämlich relativ weit wieder von vorne anfangen. In der Mittelstation zumindest. So, jetzt sind wir raus. Ein freundender Hund, der erledigt werden muss, ist aus dem Kerker ausgebrochen und hat eine Menge Ärger verursacht. Ich glaube nicht, aber verrückt ist er. So viel steht fest. Aber mich wird er nicht überraschen. Das sage ich dir. So. So. Einer weg, einer noch da.
Schön, dass er sich nicht mehr für seinen Kumpel interessiert. Aber macht ja auch nichts, denn ich würde mal pauschal sagen, an dieser Stelle, oder fast an dieser Stelle, ist das Völkchen beendet. Und ich freue mich über ein Abo und wir sehen uns schon in der nächsten Folge, nämlich in der Folge Nummer 10 bei Wolfenstein The Old Blood wieder. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.